Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen. Bereits in der Sitzung des Ausschusses für Inneres und Kommunales am 7. Oktober vergangenen Jahres haben wir uns mit dem Bericht der Landesbeauftragten für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht zum Bereich Datenschutz zum 31. Dezember 2019 und der dazugehörigen Stellungnahme der Landesregierung beschäftigt und im Ergebnis deren Kenntnisnahme empfohlen. Unter dem Strich ist zunächst einmal positiv festzuhalten, dass es zwischen den zuständigen Behörden, also der Landesbeauftragten auf der einen und dem Innenministerium auf der anderen Seite, eine der Sache dienende Gesprächs- und Arbeitsatmosphäre gibt. Und dies, obwohl es naturgemäß unterschiedliche Sichtweisen auf die Auslegung oder Umsetzung der geltenden Rechtsgrundlagen gibt. Des Weiteren ist zu begrüßen, dass es zu einzelnen dargestellten Prüfverfahren und Fallberichterstattungen der Landesbeauftragten Fortschritte gibt. So beispielsweise zu dem beanstandeten Rahmensicherheitskonzept der Polizei, auch wenn noch nicht alle Punkte dazu umgesetzt sind oder zumindest zum Berichtsabschluss umgesetzt waren. Oder dem Kennzeichenerfassungssystem KESI, wozu es sogar Lob aus den Reihen von Bündnis 90 Grünen und sogar der Linken für den CDU-Innenminister Herrn Stübgen gab, ein wohl deutschlandweit historischer, zumindest einmaliger Moment im Innenausschuss eines Landtages. Im Blick behalten müssen wir aus Sicht unserer Fraktion in dem Fall den dritten Schwerpunkt in dem Bericht in Sachen Privacy Shield. Um es vereinfacht zu übersetzen, geht es dabei um die Datenverarbeitungsprozesse beim Betrieb von Facebook-Fanpages. Ein EuGH-Urteil hat hierzu die Rechtswidrigkeit der bislang praktizierten Verfahren festgestellt und es ergibt sich somit Handlungsbedarf. Verständlicherweise ist hier eine bundeseinheitliche Vorgehensweise angeraten, weshalb sich die Innenminister der Länder dazu verständigen sollten und wohl auch wollten. Unsere Fraktion wird den Punkt für die Tagesordnung einer der nächsten Sitzungen des AIK anmelden und sich dazu berichten lassen. Es sei denn, Herr Staatssekretär Schüler, Sie können dazu hier heute schon etwas kurz mitteilen. Unser Dank geht an die Landesbeauftragte Frau Hartke für ihre Wachsamkeit und ihren Bericht, der einen pragmatischen statt ideologischen Umgang mit dem Datenschutz erkennen lässt. Dem Innenminister sei empfohlen, den konstruktiven Umgang seines Hauses mit ihr fortzusetzen. Wir haben im Innenausschuss der Kenntnisnahme des Berichts und der Stellungnahme zugestimmt und werden dies heute ebenfalls tun. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.